Okay, wir senden heute mal wieder aus der Jugendfreizeiteinrichtung Fair im wunderschönen Marzahn. Heute habe ich hier Lindsay, Maja und Nick. Und die haben sich heute das Thema Mobbing ausgesucht. Und da ist natürlich die allererste Frage, warum eigentlich? Ich wollte mir das Thema aussuchen, weil ich vor kurzem gemobbt wurde und ich möchte halt drüber reden, dass es halt weiter gesagt wird, dass das nicht okay ist. Du wurdest von, Entschuldigung, von wem gemobbt? Klassenkameraden. Klassenkameraden, okay, alles klar. Willst du mal erzählen, was da passiert ist? Also, es hat halt angefangen, so Anfang des Schuljahres, dachte ich, es ist halt nur Spaß, die machen halt nur Spaß, weil wir uns halt die sagten zuerst, die möchten nichts mehr mit mir unternehmen, so erstmal ganz lieb. Und dann am nächsten Tag, wo es dann, also nach dem Tag, wo es angefangen hat, ist es halt so gekommen, dass die mich weggeschubst haben. Und ein paar Wochen später beim Essen, also ich wollte halt mein Essen wegbringen und die haben mich wieder weggeschubst. Dort ist halt so ein Wassereimer gewesen, wo halt Wasserreste steht. Und der ist umgekippt und das heißt, ich war voll nass. Und es war halt echt unangenehm, weil ich war mit nassen Klamotten in der Klasse wegen denen. Und die sagten, das war nur aus Versehen, obwohl die mich mit Absicht weggeschubst haben. Und dann sind die richtig ernst geworden, dass die mich auch beleidigt haben. Irgendwie so, ja, du bist voll hässlich und du siehst aus wie ein Junge mit deiner neuen Frisur. Ja. Okay. Wie hast du dich da gefühlt, Maja? Ich war wütend. Und konntest du die Situation auflösen? Ist das immer noch so? Oder? Nicht mehr, nein. Unsere Horterzieherin Frau Richter, sie hat es, sagen wir so, sie ist da mal richtig ernst geworden, so dieses Halbjahr ist das noch passiert. Sie hat sich die beiden genommen, also Lele und Tiana, und die haben sich halt, wir waren im Klassenrat und wir haben zuerst halt die normalen Themen besprochen, aber alles gut in der Klasse war, und dann hat sie das angesprochen und die haben dann natürlich direkt gelogen und meinten, haben wir nicht gemacht. Und dann und dann haben die halt angefangen zu weinen, weil Frau Richter dann halt doll auf den Tisch gehauen hat. Es war halt laut, weil es hat, ja. Okay. Vielleicht machen wir mal einen Schritt zurück. Was ist denn für euch eigentlich Mobbing? Wir fangen dann so rechts nach links an. Ab wo jetzt Mobbing beginnt. Genau. Also ich würde sagen, also Mobbing ist ja, also ich würde jetzt sagen, dass Mobbing so anfängt, indem man anfängt, die Person runterzumachen. Also indem man dann halt auch so Bemerkungen zum Beispiel auf das Aussehen macht. So, das ist eigentlich so, da fängt es eigentlich schon immer eigentlich an. So, das ist eigentlich so, so fängt Mobbing eigentlich so meistens eigentlich an, dass man, ich will jetzt nicht sagen anders ist, aber wenn man halt quasi so auch von der Klasse zum Beispiel ausgeschlossen wird oder von den Menschen, dann ist man quasi so dieser Außenseiter. Und dann fangen halt die anderen an, auf dich rumzupicken und wissen halt, dass du dich nicht wehren kannst, weil du keine Freunde hast in dieser Klasse. Also suchen sich immer speziell immer einen aus, auf den sie rumhacken können, weil sie wissen, der ist anders, den kann man mobben, der kann sich eh nicht wehren, der ist einfach schwach. Also sie suchen sich quasi immer die schwachen Leute raus und dann fangen sie halt an, aufs Aussehen zu gehen, auf die Vergangenheit, auf die Freunde, also auf die Familie. Auf alles, was sie schwach fühlen lässt. Auf alles, was sie schwach fühlen lässt, genau. Wo sie wissen, da lässt er sich leicht provozieren oder halt auch, dass er dann dadurch auch sehr, sehr traurig wirkt und so. Und das ist halt auch das, was die wollen, dass man provoziert wird, dass man sich scheiße fühlt und so. Also das ist halt so dieses Ziel immer von diesen Mobbern, dass man sich einfach ganz schön weit nach unten, also dass man halt sich richtig krass down fühlt. Das ist halt, ja. Was denkst du, warum Menschen sowas machen? Also
so aus meinen Erfahrungen nach, ich kenne viele Menschen, die früher gemobbt haben, jetzt es aber nicht mehr tun. Und mit denen bin ich mittlerweile auch wieder ganz okay. Also keine Freunde, aber trotzdem, dass wir uns respektieren. Und bei denen war das so, die kannten das, also die waren früher auch Mobbingopfer. Also die haben sowas auch erlebt und haben sich dann quasi in den nächsten Haus gepickt, um von sich abzulenken. Oder was ich halt auch schon gehört habe, dass es Leuten zu Hause nicht gut geht und die quasi zu Hause Probleme haben oder auch viel Stress mit ihren Eltern oder mit Freunden und so und sich dann quasi alleine fühlen und kein Machtgefühl haben und einfach auch unzufrieden sind mit sich selber. Und das dann halt quasi an anderen auslassen. Die suchen sich dann einen aus, wo sie merken, okay, der wird's am besten tun. Der wird das gute Mobbing-Opfer sein. Also du würdest schon sagen, dass die Menschen, die mobben, eben auch einen Grund haben, warum sie mobben. Also nicht immer, nicht immer. Also ich denke, dass nicht jeder Mensch einen Grund dafür hat. Es gibt auch Menschen, die machen das einfach, weil sie es lustig finden, weil es für Unterhaltung sorgt in der Klasse. Weil sie es natürlich, dann sind sie total cool. So, dann sind sie die Mobber in der Schule, dann sind sie total cool in der Klasse, sind total beliebt und so. Und naja, die Klasse sind halt, es ist halt auch meistens so, dass es einer anfängt und die anderen sind dann so Mitläufer. Die machen dann das mit, weil sie denken, das ist cool und weil er das quasi anführt. Und ich denke, dass das auch viele machen, um einfach beliebt zu sein in der Klasse und einfach cool zu sein. Ja. Das ist ja schon ein Grund. Ja, also das ist schon ein Grund. Das allein reicht es ja. Die haben zu wenig Selbstbewusstsein. Genau. Und holen sich das von der Klasse und da ist der Weg mit dem geringsten Widerstand zum Mobben. Ja, weil sie diese ganze Aufmerksamkeit dann auch kriegen. Also so denke ich, dass es bei vielen auch ein Fall ist. Also ich kenne nur wenige, bei denen es ist, bei denen es wirklich einen heftigen Grund gibt. Halt auch selber, dass sie Mobbing-Opfer waren oder zu Hause halt so. Also das ist eher bei den wenigen, also meiner Meinung nach. Ich denke, das meiste ist halt, weil es einfach cool ist. In deren Augen. Seht ihr das genauso? Also ich kann von Erfahrung reden, dass die meisten, also ja, genau das, was Lindsay gesagt hat, die meisten machen es wirklich aus, weil sie eigene Probleme hatten in der Vergangenheit, egal ob durch Familie, Freunde, Fremde. Und natürlich gibt's auch Leute, die haben einfach keinen Grund dazu, aber ich denke tatsächlich, da widerspreche ich jetzt Lindsay, ich denke tatsächlich, dass die meisten es tun, weil sie Probleme hatten und nicht, weil sie es, dass die meisten das einfach komplett machen, nur zum Spaß oder so. Habt ihr denn schon mal, also das ist jetzt eine ziemlich fiese Frage, aber wart ihr schon mal Teil von Mobbern? Also habt ihr euch schon mal einer Gruppe angeschlossen, wo ihr sagen würdet, okay, das war, und könnt ihr erklären, wenn es war, warum ihr das gemacht habt? Also ich muss jetzt sagen, also ich war mal in einer Gruppe, ja, da war ich aber noch recht neu in der Klasse. Also am Anfang wusste ich halt nicht, welche Gruppe ist jetzt hier quasi der beste Anschluss. Ich kannte ja alle noch nicht. Und die Gruppe, die quasi diese Mobber waren, diese Beliebten, die haben mich ja dann quasi dann so empfangen, aufgenommen und quasi so, quasi wie so ein, ah, das ist ein neues Mitglied, den können wir perfekt mit reinnehmen. Und ich bin so blöd gewesen, weil ich die halt auch nicht kannte und habe mich dann auch mit denen angefreundet und so. Und dann habe ich halt immer wieder mehr gemerkt, dass die halt auch eigentlich ganz schön fies zu den anderen sind und dass mir das auch eigentlich richtig leid tut, dass es auch gar nicht so ich bin, dass ich das eigentlich auch nicht machen möchte. Dann haben sie mir halt auch immer dazu angestiftet, das zu machen. Also auch teilweise gesagt, so geh mal zu dem hin, klau dir mal irgendwas oder geh mal, also aus der Tasche, aus der Fährtasche oder sowas und schmeiß das rum oder so. Oder geh mal hin und beleidige den irgendwie. Und also ich gebe zu, ich habe es ein paar Male gemacht, weil sie mir dann auch gedroht haben, dass sie dann quasi entweder mich mobben, also mich dann so runtermachen, mir quasi das Leben in Anführungsstrichen zur Hölle machen wollen in der Klasse und dass sie mich dann quasi zum unbeliebtesten Menschen auf dieser Schule machen wollen. Und das wollte ich halt nicht, weil ich kam ja quasi aus einer Schule, wo das Ganze schon passiert ist und wollte nicht, dass es in einer neuen Schule genauso wird. Das war ja das Ziel, warum ich auch die Schule gewechselt habe. Und dann habe ich das halt so ungefähr eine Woche, zwei Wochen durchgezogen und dann irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich kann das nicht weiterführen, weil ich bin einfach, ich bin nicht so ein Mensch, ich mache das nicht gerne. Und das, ich merke halt auch, wie das auch die anderen Leute verletzt. Und deswegen habe ich dann gemerkt, ich schließe mich lieber den Außenseitern an, weil die sind einfach, die sind meistens auch die Leute, die einfach einen guten Charakter haben, weil die mobben die Leute und wissen eigentlich gar nicht, was das für coole Menschen auch sein können. Und das finde ich auch eigentlich immer mega traurig so, weil sie mobben Leute und wissen eigentlich gar nicht, die können auch eigentlich auch voll cool sein. Und also so ist meine Erfahrung eigentlich so. Also die meisten Außenseiter sind eigentlich die coolsten in der Klasse. War das ein schleichender Prozess, als du gemerkt hast, das ist nichts für mich?
Ja. Also, oder dachtest, oder war das von 0 auf 100 so, ah, eigentlich will ich das gar nicht. Und hast die 2 Wochen eigentlich, hört sich blöd an, aber genossen und dann irgendwann gesagt, nee, das will ich nicht. Oder hast du während den 2 Wochen langsam und sicher gemerkt, das ist nicht dein Ding? Also am Anfang war das halt noch so, da war das halt noch nicht so krass mit diesem Geh mal hin. Also da haben sie es halt selber gemacht. Und mich haben sie dann irgendwann so nach 2, 3 Tagen, wo sie gemerkt haben, ich bin halt leicht zu überreden und so, weil ich halt neu bin und mir jetzt keinen schlechten Ruf machen wollte und natürlich auch mit den Sachen unternommen habe und auch Sachen mit denen gemacht habe, so haben sie halt gemerkt, okay, die kann man bestimmt leicht überreden und so. Dann haben sie halt auch, dann hat es halt angefangen mit diesen Anstiften. So, und dann habe ich halt auch irgendwie gemerkt, irgendwie, ich kann das nicht. Also es war halt auch so ein langsamer Prozess, ja. Also ich habe dann halt wirklich jeden Tag immer mehr gemerkt, dass das überhaupt nichts für mich ist, dass mir das auch selber wehtut, andere Menschen weh zu tun. Ist ja eben also auch genau so eine Situation, eine blöde Situation, als wenn man gemobbt wird, wenn man selber mobbt und da gar nicht dahinter steht. Das geht schon eben krass um Machtprinzipien und du hast ja dabei auch auf jeden Fall lernen dürfen, das sind keine Freunde. Definitiv, weil die haben sich einfach nur selber nicht getraut, andere krassere Sachen zu machen, in Anführungsstrichen, und quasi dann mich vorgeschickt, weil sie dann wissen, okay, die macht das eh, wir sagen das und sie macht das. So quasi dieses Machtgefühl, so. Wir haben hier das Sagen und wenn wir das sagen, dann macht sie das. So, und ich habe mich halt auch eine Zeit lang halt auch unwohl da gefühlt. Ich habe immer wieder mehr gemerkt, das ist auch keine Freundschaft, so, weil ich immer wieder mehr gemerkt habe, wie die eigentlich mit Menschen umgehen und was für hässliche Charaktere die auch eigentlich haben. Mhm. Und ich bin halt so ein Mensch, wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann möchte ich halt auch, dass er nicht nur mit mir gut umgeht, sondern auch mit seinen Mitmenschen. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass er auch mit seinen Mitmenschen gut umgeht und auch auf sein Umfeld achtet. Und das habe ich bei denen halt gemerkt, dass es nicht so ist. Und das hat dann bei mir halt diesen Alarm geschlagen, wo ich dann gesagt habe, das geht so nicht mehr weiter. Und dann habe ich mich halt immer von Tag zu Tag mehr auf die Außenseiterseite gestellt. Und das haben die auch gemerkt. Weil die sind dann immer wieder zu mir gekommen und ich bin dann immer weggegangen. Als ich gemerkt habe, dass die auf mich zukommen, bin ich dann immer wieder weitergegangen. Und dann irgendwann war ich halt auf der Toilette und dann sind sie wieder nachgekommen und haben mich gefragt, was das soll, warum ich nicht mehr mit denen abhänge und so und warum ich mich jetzt auf die Loser-Seite stelle. Und dann habe ich dann auch eiskalt ins Gesicht gesagt, dass es nichts für mich ist und dass ich hier keine Leute runtermachen möchte, weil das geht einfach nicht so. Ihr verletzt andere Menschen und das, was ihr macht, das ist einfach nur mega, mega widerlich. Und ihr wisst auch gar nicht, was das bei einem Menschen anrichten kann. Das ist echt ziemlich mutig, weil man weiß ja, dass die andere Partei eine Überzahl ist und natürlich auch die Beliebteren sind und man also sich selbstständig, weil dann wird man ja auch ganz schnell zum Opfer. Genau. Und da sind die Grenzen ja relativ fließend. So lief es ja dann auch, genau so lief es ab. Ja. Als ich mich dann gewehrt habe, ist es dann quasi ein Fehler gewesen. Mhm. Wie war denn die Reaktion? Also die Reaktion war so, also es gab halt unangemessene Blicke, sage ich mal jetzt so. Die haben halt erstmal richtig so geguckt und nach dem Motto, die wehrt sich. Was? So, die waren erstmal voll schockiert, dass ich das Maul aufgemacht habe, sozusagen. Dass ich mich getraut habe, was zu sagen. So, damit haben die gar nicht gerechnet. Also, denke ich mal, weil ich ja immer alles gemacht habe. Aber nein, ich habe den Mund aufgemacht. Und die waren erstmal vollkommen schockiert. Haben auch erstmal gefragt, ob das irgendwie ein schlechter Scherz ist oder sowas. Ob ich das ernst meine. Und dann war die Aussage halt nur so, ja, also wenn du dich jetzt für die oder, also entscheide dich für die oder für uns. Und dann habe ich gesagt, ich entscheide mich lieber für die Menschen, also für die Menschen, denen ich helfen kann, anstatt für Menschen, die das Ganze quasi kaputt machen. Mhm. Und dann haben die halt nur so gesagt, ja, du weißt ja, was dann passiert. Dann habe ich gesagt, das bin ich mir bewusst. Und dann bin ich rausgegangen aus der Toilette, weil das war mir dann auch irgendwann zu blöd. Weil ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt noch weiter hier mit denen diskutiere, passiert noch irgendwas anderes und das wollte ich vermeiden. Das ist ziemlich mutig, aber es ist wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Ja, man einfach muss halt wirklich den Mund sich aufmachen. Selbst. Genau. Und oftmals ist es ja so, wenn man den Mund aufmacht, dass die Menschen dann dich eben auch nicht mehr als Opfer so gerne benutzen. Genau, weil also, sie dann merken, die wehrt sich doch. Genau. Die ist doch gar nicht so dumm. Scheiße. Richtig. Ja. Maja, wie ist das bei dir? Ist das nochmal vorgekommen, nachdem du quasi zum Opfer geworden bist und hast du vielleicht irgendwie eine Idee, was du jetzt anders machst, dass das nicht mehr passiert? Also weil, ich muss ja sagen, Maja ist hier ein sehr, sehr beliebtes Mädchen und ist hier total integriert und kann ich mir gar nicht vorstellen, dass dich jemand mobben könnte. Also jetzt wirklich mal. Die Mädels waren halt die beliebtesten aus der Klasse. Mhm. Und das waren auch alle mit denen befreundet, also wirklich alle von dem ersten bis zum letzten. Ich war am Anfang auch mit denen befreundet. Und es gab da auch so ein Mädchen in der Klasse, das war direkt am Anfang der Klasse das Mobbing-Opfer.
Und ich war mit dem befreundet und ich dachte mir, da passiert nichts. Bis das Mädchen angefangen hat, nicht mehr in die Schule zu kommen. Sie ist 3 Monate nicht mehr dort gewesen, wenn nicht sogar länger. Und sie kommt bis heute nicht mehr in die Schule. Und seitdem sie nicht mehr in die Schule kommt, dachten die sich, wir suchen uns noch eine aus dem Kreis. Und da das die beliebtesten aus der Klasse waren, sind ja auch direkt alle mit denen gegangen. Das heißt, Mitläufer. Genau, die sind Mitläufer gewesen. Sie dachten, weil das die beliebtesten aus der Klasse sind, wird schon nichts Schlimmes passieren. Mhm. Und dann, als ich das Mobbing-Opfer geworden bin und wir das aufgehört haben, es werden nicht mehr Mobbing-Opfer gewählt bei uns. Und manche haben sich auch entschieden, sich zu entfreunden bei denen, damit die halt nicht mit den Leuten befreundet sind. Und die Mädels waren immer noch die beliebtesten aus der Klasse, obwohl unsere Hortlehrerzieherin gesagt hat, also funktioniert das nicht. Und jetzt reden die wenigstens in einem bisschen angemessene, also bisschen angemessen ist der Ton dann doch geworden bei denen. Das heißt, die sagen jetzt nicht so, ja, geh weg, wir wollen gerade nichts, also nicht irgendwie so, geh weg. Wir wollen nichts mit dir machen, du nervst einfach nur, sondern jetzt sagen die, gerade geht es nicht, weil wir nichts mit dir machen wollen. Es passiert halt, also es ist halt ein bisschen, sagen wir es so, ein bisschen traurig, dass die sagen, ja, die eine Person macht mit oder die andere soll jetzt auch mitmachen, komm doch zu uns wieder. Und ich habe mich da entschieden, einfach Nein zu sagen, weil das, ich finde einfach, nein, das geht nicht. Deswegen. Auch ziemlich mutig und tapfer. Also, weil sich dagegen zu stellen, ist tatsächlich echt eine üble Nummer. Fühlt ihr euch in so Momenten alleingelassen? Oder wen sucht ihr euch als Ansprechpartner in den Situationen, wo ihr feststellt, das tut mir weh? Ansprechpartner, ja. Ja. Mit wem sprichst du, wenn du das Gefühl hast, du wirst gemobbt? Mit Niki. Ah, okay. Und dann? Na, sie hilft mir einfach. Ich bin schon, glaube ich, 2-3 Mal in die Schule zu ihr gegangen und habe das den Lehrern angesprochen. Ach so, okay, also ihr kennt ja von früher, ich so, dass ich mit meinem Bruder gesagt habe und der hat dann immer für Ordnung gesorgt, würde ich mal sagen. Das ist genau andersrum. Mit meinem kleinen Bruder. Andersrum. Ja, aber ich meinte auch, wenn, dann rede ich auch mit den Kindern selbst, aber die waren dann zu der Zeit meistens weg, weil ich hole sie ja nur ab, ich hab selbst, muss selbst lernen und so. Ja, aber bisher hat's eigentlich recht gut funktioniert. Mir wurde das von ihrer besten Freundin angesprochen, weil sie halt nicht da war. Und also von ihrer besten Freundin und noch ein Erzieher von hier. Und ja, dann halt, deswegen wurde es auch geklärt. Ich hätte mich nicht getraut, es meiner Lehrerin zu sagen. Ach, warum? Weil die bei der Lehrerin einen sehr guten Ruf hatte. Sie würde mir nicht glauben. Hm. Sie hatten auch bei allen Lehrern, also die haben sich wirklich immer eingeschleimt, damit die auch einen guten Ruf hatten. Gute Noten hatten die auch sehr oft. Das heißt, niemand hätte sich bei denen irgendwie sowas denken können, außer unsere Horterzieherin. Sie hat das nämlich auch ein paar Mal miterlebt, wegen mir und den beiden. Also wenn gute Noten ein Kriterium für ich mobbe nicht sind, dann wäre das ja relativ schön. Aber tatsächlich ist ja Mobbing was auf allen, super schlau oder ob Gymnasium, ob Realschule. Es ist völlig egal. Mobbing findet ja eben auf allen Ebenen statt. Was für Arten von Mobbing habt ihr denn erlebt? Also gibt es noch andere, also mal abgesehen, also diese Klassensituation, ich glaube, das ist schon das häufigste wahrscheinlich, wo man eben in so eine Mobbing-Situation gerät, weil man kann sich ja nicht aussuchen, man muss ja in die Schule gehen. Im Freundeskreis kann man ja wenigstens noch sagen, okay, ich suche mir einen anderen. Was für Mobbing-Arten habt ihr so erlebt oder kennt ihr? Cybermobbing. In der Klasse, Cybermobbing, außerhalb der Schule, also jetzt bin ich ziemlich gut mit den allen befreundet, aber früher, da war es ein bisschen chaotisch. Ja,
Es gibt sicher noch ganz viel, aber gerade nichts, was mir noch einfällt. Ich würde jetzt sagen, auch irgendwie mal so eine, also ich würde es jetzt nicht Mobbing nennen, aber in der Öffentlichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal so, in der Bahn ist oder sowas, oder im Superladen, im Superladen, man kennt. Geschäft oder generell einfach in der Öffentlichkeit, also ich habe das schon mal erlebt, aber ich denke nicht, dass Mobbing ist, ich denke, es ist einfach Nee, ich glaube, Sprüche. Genau, also Mobbing ist, glaube ich, rein der Definition nach, muss es über einen langen Zeitraum gehen und muss eben eine gewisse Kontinuität von immer denselben Leuten sein. Genau. Wie ist denn das? Also, wie gesagt, Schule, das ist halt oftmals dann einfach eine Zwangssituation, weil man mit Menschen in einer Klasse ist, mit denen man sich sonst gar nicht umgeben würde. Wie ist denn das in eurem Freundeskreis? Erfahrt ihr da Mobbing? Auf welche Seite stellt ihr euch? Wurdet ihr selber schon im Freundeskreis gemobbt? Und wie geht ihr damit um? Ach so, ihr könnt alle antworten. Also wenn keiner von euch im Freundeskreis gemobbt wurde, dann umso besser, weil eigentlich ist ja ein Freundeskreis eine Vereinigung von Menschen, die sich eigentlich unterstützen sollten. Auch Schulsituation, aber halt so ein Freundeskreis. Ich war auf dem Gymnasium, da hatte ich so zwei Freunde, der Rest mochte mich irgendwie nicht, keine Ahnung, was die alle für ein Problem hatten. Und ich hatte halt zwei Freunde, nennen wir die weibliche Günther und männlicher Günther. Ich will keine Namen nennen. Oh, können wir nicht Günther und Horst machen, sonst komme ich durcheinander. Die weibliche ist Günther, der männliche ist Horst. Horst, Günther und ich waren halt echt gut befreundet so. Wir waren so, das war durch eine Gruppenarbeit. Gymnasium, neue Schule, wir waren in eine Gruppenarbeit zugeteilt worden, damit wir uns halt irgendwie kennenlernen. Sind wir befreundet gewesen, bla bla bla. Irgendwann hat halt Günther bemerkt, dass ich sehr gerne, wir hatten dort einen Kaffeeautomaten und dort gab es auch Kakao und Snackautomaten und sie hat bemerkt, boah, die spendiert mir ja übelst gern irgendwas. Habe ich ihr ab und zu was spendiert? Ich war zu blöd, um zu wissen, dass die mich nur ausgenutzt hat, weil das waren so meine zwei einzigen Freunde. Ja, dann gab es halt Horst, der hat sich, mit dem habe ich noch Kontakt, auch nach dem Schulwechsel gehabt, aber der hat sich letztens erst gegen mich gestellt. Und Günther und ich sind irgendwie, wir waren halt so ein Freundeskreis und Günther und ich sind irgendwie zu einer Auseinandersetzung geworden und sie hat halt irgendwie dafür gesorgt, dass Horst auch irgendwas gegen mich hat, keine Ahnung. Und dann wurde ich halt von ganz vielen Sachen ausgeschlossen und noch mehr ausgeschlossen in der Schule und so. Klassenfahrt konnte ich nicht mitkommen, weil niemand mit mir in ein Zimmer wollte. Gruppenarbeit, eine Gruppenarbeit für zwei Leute musste ich allein machen, obwohl wir eine gerade Zahl an Schülern waren, weil niemand das mit mir machen wollte. Also ich war noch unbeliebter nach diesem kleinen Streit, den Günther selbst ausgelöst hatte. In so einer Situation ist man ja eigentlich in der Klasse, wo es ja auch Lehrer und Sozialarbeiterinnen gibt. Die Lehrer mochten mich auch irgendwie nicht. Die Lehrer haben, egal was für Lügen rum erzählt wurden, egal was passiert ist, die Lehrer haben immer der Mehrzahl geglaubt. Die mochten mich einfach alle nicht und boah, warte mal kurz. Gab es da irgendjemanden, den du zu Hilfe ziehen konntest? Oder niemanden? Nein. Wer hat euch denn, wenn ihr mal hattet ihr Mobbing-Situationen, wo ihr sagen könnt hinterher, das war eine gute Idee oder das Verhalten war gut, was ich dann an den Tag gelegt habe, oder die und die Person hat mich unterstützt? Also, bei mir war das halt so, am Anfang, wo das ganze Mobbing halt so angefangen hat, habe ich halt versucht, es zu vermeiden, also dass es halt kein Mobbing wird, sondern weil das am Anfang waren es halt noch so sowas wie Beleidigungen und so und Sticheleien und Schmeißen und sowas, alles halt so, ne, also wie man halt so klingt, anfängt. So. Also, finde ich schon jetzt auch eigentlich schlimm genug, ja, aber gut. Ja, ist es auch, es ging noch viel, viel schlimmer ab bei mir. Also, und das war halt so dieser Anfang und da wusste ich schon, wenn ich da nichts mache, dann wird es auf einen langen Zeitraum noch schlimmer. Und das wurde mir ganz, ganz schnell schon bewusst. Und da habe ich dann halt auch, weil ich bin gerne auch mal ein bisschen stur. Und dann war es halt auch so, ich habe mich halt auch oft gewehrt. Also ich habe dann auch oft einfach mal die Sachen einfach auch zurückgeworfen oder auch zurückbeleidigt. Halt nicht so böse wie die, aber dennoch schon mich auch mit Worten gewehrt. Das hat auch eine lange Zeit ein bisschen geholfen. Also das Mobbing, also das ging dann halt trotzdem so weiter, aber nicht mehr so extrem. Also nicht mehr, dass es jeden Tag gemacht haben oder dass es bewusst im Klassenraum gemacht haben, sondern es war dann halt eher so außerhalb
von der Schule auch, dass die mir auch dann bis zum Busbahnhof gefolgt sind, wo ich dann immer mit dem Bus nach Hause gefahren bin. Und ich habe mir dann halt einen Sozialarbeiter halt gesucht. Mhm. Also wir hatten ja zwei Sozialarbeiter an der Schule und mit einer, mit der habe ich mich eigentlich sehr gut verstanden. Das Problem war halt einfach, dass das Einzige, was sie mit mir gemacht hat, war Tee trinken. Aber gut, manchmal hilft es ja auch einfach, das auszusprechen und einfach, da, während man spricht, eben zu gucken, okay, da und da sind die Eckpunkte, wo ich vielleicht einfach das nächste Mal so und so reagiere. Also natürlich wäre es auch super, wenn man einfach eine Beratung bekommt, ja. Aber überhaupt sich manchmal, könnt ihr mit euren Eltern eigentlich darüber sprechen oder mit Freunden, wenn ihr zu Mobbing, in Mobbing-Situationen seid? Oder mit wem sprecht ihr so generell, abgesehen von Sozialarbeitern? Also ich würde schon sagen, mit meiner Mutter, ja. Ja? Also am Anfang wusste ich jetzt noch nicht, ist das jetzt schon Mobbing? Ja. Ist es jetzt schon spruchreif oder so? Kann ich das jetzt schon sagen? Macht das jetzt schon Sinn, was dagegen zu machen? Das war mir am Anfang noch nicht so bewusst, weil ich hatte noch nie in meinem ganzen Leben so eine Situation, wo ich gemobbt werde. Weil in der Grundschule war eigentlich immer alles okay und dann kam ich halt auf die Oberschule. Ja. Und ich habe mich dann halt auch irgendwann mal meiner Mutter anvertraut, als das Ganze halt schon ein bisschen schlimmer geworden ist. Und meine Mutter hat sich ja dann auch am Ende halt erst, das war dann halt auch ein bisschen zu spät dann irgendwann, also sie hat ein bisschen zu spät gehandelt. Und dann irgendwann gab es halt einen Schulwechsel. Aber meiner Meinung nach war das halt schon viel zu spät. Ja. Also, das ging dann halt auch alles schon so krass, dass auch schon Körperverletzungen mit drin war und sowas alles. Also da waren schon echt krasse Sachen dabei. Und ich sag's mal so, wenn Menschen einen guten Draht zu ihren Eltern haben, dann finde ich, sollten die wirklich anfangen, so früh wie möglich, wenn sie schon merken, dass es auch nur so kleine Sticheleien sind, trotzdem irgendwie mit den Eltern drüber reden, dass die wenigstens schon mal vorbereitet darauf sind, dass es vielleicht irgendwann mal ein Gespräch oder sowas gibt oder dass sie auch vorbereitet sind, einfach wenn du nach Hause kommst, einfach mal zu fragen, wie war denn die Schule, ist alles okay? So dass die wenigstens auch mental darauf vorbereitet sind, dir irgendwie zu helfen, wenn sie sehen, du bist schlecht gelaunt oder du hast keine Motivation mehr in die Schule zu gehen, dass sie wenigstens wissen, was der Grund ist. Absolut. Und dass die dann auch wenigstens merken, weil man merkt ja dann auch, wenn sein Kind irgendwie ganz, ganz anders wird, dass die dann auch merken, okay, jetzt müssen wir was machen. So, also finde ich, ist ganz wichtig. Genau, ich denke auch, dass Menschen anmerkt, wenn sie so Wesensveränderungen haben und das Reden natürlich immer das Allerwichtigste ist und dann zu gucken, was kann man dagegen tun. Maja, wenn du das, also ich hoffe ja, dass die jetzt wirklich weiterhin nett zu dir sind, ansonsten muss ich nämlich mal vorbeikommen, zum Reden natürlich nur. Genau, was würdest du denn anderen Kindern raten und anderen Jugendlichen, wie sie sich verhalten können, damit sie nicht in so eine Situation kommen oder also was die Stärken sind oder wie sie gegen Mobbing ankommen? Weil du bist ja tatsächlich, hast dich ja zum Glück mithilfe deiner Hortnerin aus der Situation rausmanövriert und das ist ja ziemlich cool. Aber gibt es irgendwas, was ihr sagt, so das geben wir mal mit oder das hat mir echt geholfen oder das in Mobbing-Situationen mache ich immer das und das? Wir haben immer noch eine Sozialarbeiterin an der Schule und mit der habe ich darüber sehr oft geredet. Ah, okay. Die kennen wir alle auch. Hier gehen liebe Grüße an die beste Sozialarbeiterin an der Grundschule, Peter Pan. Sie ist die Beste. Ja, auf jeden Fall. Und mit Niki rede ich auch ganz gerne darüber. Oh, aber mit meiner Mutter an sich kann ich nicht so ganz drüber reden, weil sie reagiert direkt so. Echt nicht? Nein. Ist Mama so schlimm? Ja. Nein, aber mit ihr kann ich halt nicht so richtig drüber reden, weil sie fängt an irgendwie zu sagen, ja, da muss ich vorbeikommen, aber das macht sie natürlich nicht, weil sie keine Zeit hat. Und sagen wir es so, sie denkt kaum sie denkt kaum an irgendwem anderes außer an sich. Das heißt, sie ist ein bisschen, also sie ist nett, sie ist sehr nett und hat auch sehr viel Humor, aber mit ihr kann man über sowas nicht reden. Meine Mutter nimmt mich halt nicht ernst und so, aber jetzt Mama, zur Seite, ich
Unangenehme Stille, ey. Auf jeden Fall, ich rede mit Sozialarbeiterin und sehr guten Freundin und mit Niki. Ich übernachte oft bei ihr und auf jeden Fall, sie ist ein paar Mal in die Schule gekommen und auf jeden Fall, das wurde dann auch irgendwann mal abgehakt und dann mussten wir uns wieder auf Schule und so konzentrieren, aber ich konnte mich nicht konzentrieren, es war immer noch im Kopf und irgendwann, also als das eigentlich abgehakt war, im Matheunterricht, wir sind in einem anderen Raum gegangen, weil unser Board nicht funktioniert hat. Also wir benutzen keine Kreide und keine Stifte, sondern Smartboard. Wir sind in einen anderen Raum gegangen, auf jeden Fall. Und dann eine von, also die beste Freundin von einer der Mädels, hat auf jeden Fall mitgemacht. Auf jeden Fall, sie hat mich im Matheunterricht getreten. Ich wollte das ansprechen, nur mir wurde nicht geglaubt. Unsere Mathelehrerin, sie ist auch eigentlich ganz lustig, nur sie glaubt nicht oft an, das heißt, unsere Klasse ist einer der beliebtesten bei den Lehrern. Und sie glaubt einfach nicht, dass dort Mobbing existiert. Ja, das ist natürlich schon einfach. Ne? Das ist ja klar, aber das ist ja eigentlich auch die Aufgabe von Lehrern, eben auch ein bisschen hinter die Fassade zu gucken und nicht einfach immer alles so hinzunehmen, wie es ist. Genau. Lenzi, möchtest du noch vielleicht zum Thema was sagen, was dir so auf den Nägeln brennt? Also ich wollte so von meiner in Anführungsstrichen schlimmsten Erfahrung sprechen, die ich bis jetzt hatte. Das war halt auf der alten Schule, da war ich in der 9. Klasse, also es war letztes Schuljahr. Also da war das Mobbing schon extrem, das war ja schon seit der 8. Klasse, ging das halt so richtig los und das ging bis zum Ende der 9. Klasse. Und kurz bevor ich vor der Schule gegangen bin, ich war jetzt seit circa 2 Monaten nicht mehr in der Schule, also in der alten. Und die letzten 2 Wochen, da war ich ja dann noch da, bevor ich den Schulwechsel dann gemacht habe. Und die wussten, dass ich die Schule wechseln möchte. Und dann haben sie mich halt quasi ich bin gerade auf dem Weg nach Hause gewesen. Also quasi aus der Schule raus. Ich war aber noch auf dem Schulgelände drauf. Und dann gab es halt 2 Schülerinnen, die waren halt die schlimmsten. Also die waren wirklich die provokantesten und mit Abstand wirklich die ganz, ganz schlimm. Und die sind mir halt mit einer Glasflasche hinterhergelaufen. Ich habe sie nicht auf den Kopf bekommen, aber ich habe sie abbekommen. Und das reicht schon. Ich habe sie abbekommen. Ich hatte dadurch halt auch kleine Glassplitter in meinen Oberschenkel drin. Und dann bin ich halt, also ich saß dann quasi da, die sind dann halt weggerannt und dann kam halt eine Hofaufsicht. Also wir haben halt immer so eine Hofaufsicht da, die halt in den Pausen immer kontrolliert und die hat mich dann halt quasi da gefunden. Also ich lag jetzt nicht blutüberströmt da, aber es hat trotzdem halt geblutet und da waren halt trotzdem Glasscherben in meinem Bein drin. Kleine, aber trotzdem hat schon wehgetan. Und auf jeden Fall wurde ich dann mit ins Sekretariat genommen. Mein Bein wurde quasi verbunden und da wurde der Krankenwagen gerufen, weil die wollen das nicht irgendwie ziehen, die dürfen das auch gar nicht. Und dann kam halt der Krankenwagen und dann haben sich ja doch alle da rumgestellt, alle haben Fotos gemacht davon, wie ich da reingetragen wurde und ab dem Moment habe ich mich halt auch richtig, richtig scheiße gefühlt, weil ich dann aber auch ansatzweise dann auch wieder gut, weil ich wusste, das hat alles gleich ein Ende. Ich kann in eine neue Schule gehen, kann neu anfangen und soweit ich weiß, die letzte Information, die ich von meiner Schuldirektorin bekommen habe, weil meine Mutter hat sich ja dann an die Schuldirektorin gemeldet. Und soweit ich weiß, wurden diese beiden Mädchen haben eine Anzeige bekommen von der Schule, also von der Polizei, halt von die Schule, also die Schule hat sich an die Polizei gewendet. Und die beiden Schülerinnen haben bis jetzt einen Verweis bekommen, also und eine Suspendierung, soweit ich weiß. Und das war so meine schlimmste Mobbing-Erfahrung und ich bin dadurch aber auch irgendwie stärker geworden durch dieses ganze Mobbing, was halt so alles davor passiert ist, bin ich jetzt in der neuen Schule und da lasse ich mich nicht unterkriegen, da zeige ich auch gleich von Anfang an, dass ich nicht mit mir machen lasse, was die wollen und dass ich mich nicht hier auf irgendeine beliebte Seite stelle und irgendwie mobbe oder sowas. Also ich sag's mal so, Mobbing ist nicht toll, aber man wird dadurch auch teilweise ein bisschen stärker. Also es ist natürlich nicht cool. Ja, also man muss jetzt nicht durch eine Mobbing-Erfahrung, um stärker zu werden. Nee, das wollte jetzt Lindsay, glaube ich, nicht damit sagen, aber du hast dich einfach freigekämpft und ich glaube, darum geht's, einfach sich selbst zu behaupten, sich Hilfe zu suchen und sich nicht der Situation zu ergeben und wirklich einfach zu reden.
Genau. Und genau, die Stimme zu erheben. Das ist ganz wichtig. Also das ist, glaube ich, auch das, was wir hier zum Schluss auch nochmal sagen wollen. Ihr seid auf gar keinen Fall allein, wenn ihr gemobbt werdet. Sucht euch Hilfe. Nick zum Beispiel, die kennt sich da auch aus. Die kann auch mal sagen, wo man sich da Hilfe suchen kann. Ja, ich wurde 6 Jahre lang gemobbt, deswegen habe ich damit Erfahrung. Ich habe versucht, mit meiner Mutter zu reden. Hatte in meinem Fall nicht funktioniert, aber wenn ihr wisst, ihr könnt eurer Mutter vertrauen, dann geht zu ihr hin, erklärt ihr das. Dann könnt ihr auch immer mit Lehrern, Schulsozialarbeitern sprechen. Die sind auch dafür da, die wurden dafür ausgebildet, dass sie euch helfen. Redet mit Freunden und redet auch einfach mit uns. Mit Anni. Ich hätte gesagt, hier, guckt mein Discord, schreibt mich an, aber nee. Ja, also ihr seid nicht allein, versucht einfach euch Hilfe zu suchen, egal, einfach bei einer Person, der ihr am meisten vertraut, dann gibt's noch so Telefonnummern, die ihr anrufen könnt, die auch wahrscheinlich gleich eingeblendet werden. Und ja, spricht einfach darüber. Darüber helfen, darüber reden hilft, und mir persönlich hat es geholfen und es wird euch allen, die hier zuhören und gemobbt werden, auch helfen. Genau, für diejenigen, die den Podcast gucken ohne Bild, gibt es einmal die Nummer gegen Koma. Das ist einmal die 0800 111 0333 und dann gibt es noch die Berliner Mobbing Hotline, die ist zu erreichen unter der 030 390 63 66. Großartig. Lindsay, du wolltest noch schnell was Abschließendes sagen? Ich wollte auch noch sagen, wenn ihr merkt, dass andere Leute ausgeschlossen werden, stärkt euch gegenseitig. Also lasst die Leute nicht alleine, weil das lässt sie nur noch mehr runterziehen, wenn sie merken, dass sie alleine sind und dadurch alleine durch dieses ganze Mobbing durch müssen. Wenn ihr sowas merkt, dass eine Person ausgeschlossen wird, stellt euch auf die Seite von der Person, weil die Seite von den Mobbern sind meistens die dreckigen Charaktere. Sehr gut. Also bleibt fair, vor allem. Genau. In Marzahn. Und das war's dann heute mit unserem Podcast zum Thema Mobbing. Ihr seid nicht allein. Tschüss.